So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Wir haben angekattetes Slam an Bord, müssen aber erstmal nach Tram and Myers Mining. Gucken, wo das hier ist. Da ist es. Und dort müssen wir erstmal unseren Frachtraum leeren, nämlich die Distilled Spirits. Um dann den Frachtraum mit Diamanten voll zu machen, die dann zum Drogenlabor müssen. Und dann geht es von dort wieder zurück zur Grimhex mit Neon. Das ist der Plan. Nebenbei machen wir halt, wie gesagt, diese Quest hier. Ich denke, das ist ein guter Plan. Ich hoffe, er geht auf. Wir werden es gleich sehen. Ich wundere mich immer noch, dass das Jumptown keine Distilled Spirits mehr abgenommen hat. Das ist wirklich seltsam. Das dürfte eigentlich gar nicht sein. Weil die kaufen das. Das war wirklich kurios. Weiß nicht genau warum. Also wahrscheinlich wird es einfach ein Bug sein, wie immer. Denn das Ding ist, es war ja, also ich konnte es ja nicht mal auswählen, weißt du? Das heißt, man kann auch nicht mal hergehen und sagen, das war quasi kein Vorrat mehr da. Also kein Bedarf da. Das ist nicht der Fall, weil ich konnte es nicht mal auswählen. Also es war quasi so, als würden sie es nicht kaufen, aber sie kaufen es. Wir wissen, dass sie es kaufen. Oder sie kaufen es jetzt seit 3.11 nicht mehr, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Macht keinen Sinn. So, mal ein bisschen Licht anmachen hier. Du. Lalalala. Tram and Mine. Ich war hier auch schon lange nicht mehr. Hier war ich auch schon eine Weile nicht mehr. Bin generell sehr, sehr selten auf Celine, weil es hier einfach so wenig gibt. Ein relativ langweiliger Mond tatsächlich. Nur so ein kleiner Posten, ne? Das ist nur so ein kleines Ding. Ja. Oh. Wo sogar die Station fehlt. Okay, müssen wir kurz warten, bis die spawnt. Ich hoffe, die spawnt. Ah ja, okay. Gut. Ach ja, diese guten alten Server. So, der Eingang ist... wo ist der Eingang? Da ist er. So. Z. Gehen wir mal kurz rein. So, Daumen drücken, Freunde. Daumen drücken. Open Door. Ja, die Tür geht nicht auf. Egal, nehme ich halt die. Ist nicht so schlimm. Aber. Oh, ist auch kalt hier. 10 Minuten. Kurzer Ausflug hier. So. Ich hoffe, die nehmen das jetzt. Also. Einmal. Cell. Die nehmen es. Okay. Sehr gut. Die nehmen es mir ab. Und dann kann ich jetzt hier Folgendes tun. Ich kaufe jetzt hier Diamanten ein. Die bringen auch einiges. Ist einfach gleich auf, ne? Mit den Distilled Spirits. Das ist ein bisschen besser sogar als die Spirits. Na, komm. Ja gut. Und dann geht's rüber. Zum lustigen Labor. Lalala. Und da haben wir, glaube ich, das Beste rausgeholt aus der Route hier. Trotz des kleinen Bugs. Mal gucken, ob ich hier reinkomme. Ja, rein geht's. Also die ist irgendwie verbuggt, die Tür. Irgendwas ist immer. Ich sag's ja. Ach Gott. Ech. Darf ich bitte in mein Schiff rein, liebes Spiel? Ach, wieder nicht. Okay, warte. Mal. Ja. Alle guten Dinge sind ja bekanntermaßen drei, nicht wahr? So.
Also, wir müssen einmal um den Planeten, oder um den Mond besser gesagt, rum. Was macht denn die Kamera? Ach. Geil, meine Güte. So, wir brauchen dazu einen OM-Punkt. Da ist einer. Aber das ist ja wenigstens schnell erledigt hier. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Drop-off, Uncut, Slam. Ist da was in der Nähe? Nö. Wir könnten natürlich einfach sagen, wir nehmen die Hydro-Farm. Die ist ja quasi direkt daneben. Das ist ja echt kein großer Umweg. Oder wir fliegen... Nee, von oben komme ich nicht runter. Okay, dann nehmen wir jetzt erstmal zur Sicherheit den OM-Punkt hier. Und dann schauen wir nochmal von der anderen Seite. Oh, sieht geil aus da rechts. Seht ihr das? Dieses Türkise. Das sieht cool aus. Richtig schön alienartig, der Mond teilweise. So. Uncut Slam. So, und wir hätten... War hier gerade nicht gerade das Ding noch im... Nee, das war nicht da. Wo ist denn der Punkt hin? Terra Mills Hydrofarm, das bringt mir ja null. Okay. Wir könnten... Ja, wir versuchen mal was. Gucken, ob es geht. Kurz rein und wieder raus. Ich habe mal Glück. Natürlich nicht. Ach. Aber ich glaube, das ist trotzdem ein bisschen kürzer. Ja, naja. Ich bleib dabei, Freunde. Ich bleib dabei. Lasst uns bitte diese Punkte anspringen, wenn wir schon die Questmarkierung haben. Also von mir aus, der Deal wäre... wenn du keine Quest hast, kannst du diese versteckten Orte auch nicht anspringen. Aber wenn du die Quest hast, dann kannst du sie natürlich anspringen, weil du weißt ja, wo sie sind. Du hast ja den Punkt da. Ne? Das macht die Quest so, ich weiß auch nicht, so mega unrentabel, dass du halt immer dann dahin fliegen musst. Das ist hier, ich meine, das ist keine Riesensache und ich will auch nicht immer alles anspringen können, aber es gibt einfach keine Begründung, warum man jetzt da ewig hindödeln muss. Vor allem, bei den Monden hier geht's noch. Aber insbesondere bei den Planeten. Ich glaube, ich habe es seit einem Jahr oder so nicht mehr irgendwas auf Hurston gemacht, wo ich zu einem Punkt muss, den ich nicht anspringen kann. Weil das einfach so super unrentabel ist. Du fliegst 1000 Jahre dahin, durch die dicke Atmosphäre durch, bist auch noch langsam. Das ist sehr, sehr blöd gemacht. Also bitte, bitte, bitte lasst uns diese Punkte einfach anspringen, wenn wir die Quest schon haben. So. Was haben wir denn hier noch für Kommentare? Der Ankerkraut schreibt, ich freue mich auf die Apollo. Die werde ich mir gönnen. Eine Piraten-Medical-Cutty wäre auch nice. Die müssen ja auch Verwundungen behandeln, die nicht gemeldet werden dürfen. Das stimmt. Das ist auch ein Punkt, den habe ich gar nicht angesprochen in dem Let's Talk. Man wird ja auch irgendwelche, ja, Schusswunden oder andere Sachen, die vielleicht meldepflichtig sind, so wie im Real Life, auch irgendwie verarzten können müssen als Pirat oder als Outlaw. Vielleicht kann man da auch so Dienste anbieten, so der Arzt, dem die Piraten vertrauen, so unter dem Motto. Das wäre natürlich ziemlich cool, so ein Outlaw-Arzt. Der Outlaw-Flüsterer oder so. Das wäre schon ziemlich nice. Ich weiß nicht, ob das kommt. Wie gesagt, wir werden es mal sehen, aber denkbar ist es natürlich, ne? Also absolut denkbar, dass man solche Mechaniken auch hat. Ist halt die Frage, wie groß will man sowas aufblasen? Solche Mechaniken, man darf sie auch nicht übertreiben, ne? Also muss im Endeffekt so ein bisschen realistisch sein, aber auch nicht zu krass. Ist es immer noch ein Spiel? Also irgendwie die Waage da zu finden, ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Naja, mal sehen. Was hingegen wirklich sehr, sehr einfach ist und was auch mal gemacht werden sollte, nämlich, dass man diese Wörter und Zahlen auch mal vernünftig lesen kann. Das ist extrem einfach. Das ist eine Sache von wenigen Sekunden Aufwand, nämlich einfach einen Schatten dahinter zu legen, hinter diese Schriften. Aber es wird immer noch nicht gemacht. Immer noch nicht. Ah, das ist so ärgerlich. Blau auf Blau. Herrlich.
Vor allem bei den anderen Anzeigen, hier geht's ja. Also hier die haben ja alle so eine Schattierung dahinter, aber der ganze Kram, auch hier diese Höhenanzeige, siehst du null. Ich sehe nichts. Seht ihr irgendwas? Ich sehe nichts. Nur Artefakte. Blaue Artefakte. Ah, das wäre wirklich schön, wenn sie das mal einfach mal einen Schatten hinterlegen. Einfach einen Schatten. Darüber reden wir jetzt auch schon seit 3 Jahren. Ungefähr. So in etwa. Also, dass das noch nicht gemacht wurde, das ist für mich schon schwierig. Aber gut. Naja. Man kann halt nicht alles haben, nicht wahr? Wir haben dafür andere schöne Sachen. So. Ach ja, stimmt, das ist das Teil hier, wo die ganzen kleinen Kackhügel überall sind. Ja, ja, ja. Man kaum landen kann mit einem Schiff, was größer als 5 Meter ist. Aber egal, wir sind ja kleiner als 5 Meter, glaube ich. Oder? Die Aurora? Ich weiß gar nicht. Wir landen einfach hier ganz entspannt. Oh, ein bisschen rüber hier noch. So. Passt doch. Z. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt hier auch wirklich die Diamanten verkaufen können. Mal sehen. Carry. So. Open door. Und dann rein in die warme Stube. Hier draußen ist es nämlich ganz schön frisch. Wie viel haben wir denn hier heute? Wie ist denn der Wetterbericht auf Celine um diese Tageszeit? Oh, das ist ein cooler Berg da. Irgendwie ganz geil aus. Oh, flockige minus 92 Grad im Schatten. Das ist doch angenehm. 94, 93, ist doch wirklich angenehm. Da kann man doch eigentlich nicht wirklich meckern. So, jetzt gebe ich den hier erstmal. Ich werde es erstmal versorgen mit Slam. Bitteschön. Hat auch getrackt. 1000 Tacken extra. Sehr, sehr schön. So, das nehme ich gleich mit. Ich will erstmal noch was loswerden. Na? Okay, Diamanten. Oh ja, guck mal. 500, 600 Tacken hier. Sehr, sehr schön. Has failed. Warum denn? Nimm's doch. Oh, warum? Okay, dann nehme ich es, mache ich nur weniger. Geht auch nicht. Ech. Diese verdammten Trading-Dinger. Ist das nervig. Warum? Service-Error. Schnauze. Ich hab sie mit, also nehmt sie. Ich baller die jetzt so lange zu, bis es funktioniert. Irgendwann hat der Server keinen Bock mehr abzulehnen, dann muss er annehmen. Das ist unglaublich. Okay, dann nehme ich erstmal kurz das Slam mit. Da hier, ein Piece of Slam. Denn Slam steht ja, wie ihr wisst, für Frieden. Deswegen heißt es ja auch ein Piece of Slam. So. Hauen wir erstmal kurz das Ding ins Schiff. Beziehungsweise ich kann es sogar einstecken, ne? Aber ich traue mich nicht. Ich habe immer die Sorge. Und wir hatten das ja auch schon häufig. Wenn man solche Sachen einsteckt, solche Questgegenstände einsteckt, dann ja, kann man die irgendwie nicht mehr abgeben. Deswegen, ich lege es einfach ganz vorsichtig ins Schiffchen rein. So. Ich platziere es einfach mal hier auf dem Boden. Da liegt es gut und sicher. So. Jetzt schauen wir, ob wir jetzt verkaufen können. Ich glaube, die Grimhex kauft auch Diamanten. In Zweifel müssen wir es dann zur Grimhex bringen, dann hat es sich halt noch weniger gelohnt, aber wenn es nicht anders geht, weiß nicht, was hier los ist heute. Vielleicht lassen wir das Trading erstmal dann sein, die nächsten paar Folgen, und machen lieber ein bisschen Kämpferei wieder. Kämpferitis. So. Verkaufen. Diamanten. Sell Diamond. Ja. Scheiße. Das geht nicht. Warum geht der Kram nicht? Wieso denn? Ich verstehe das einfach nicht. Das ist doch nur wirklich nicht so schwierig. Ach Gott, ey. Okay. Dann gehen wir zur Grimhex. Das ist echt Abfuck hoch 10.000. Dass das einfach nicht funktioniert, das verstehe ich nicht. Vor allem keine Begründung. Dann sollen sie mir einen Grund hinschreiben. Lager ist voll oder Spiel buggt rum. Können sie da hinschreiben. Hallo, leider geht das nicht, was du gerade machen willst, weil das Spiel rumbuggt. Na, dann weiß ich, ah, okay, es buggt rum. Da muss ich ja nicht wie so ein Affe stehen und das 1000 Mal probieren.
Und dem Motto tausendmal probiert und tausendmal ist nichts passiert, ist das Trading hier gerade bei den Außenposten. Na gut. Kamera backt auch wieder rum. So, jetzt. Okay. Auf zur Grimax. Ja, sorry für den Enrage, aber es nervt halt. Es nervt unfassbar, dass der Kram immer wieder rumbuggt. Also, ich habe nichts gegen Bugs, aber das sind halt Dinge, die normalerweise wirklich keine Schwierigkeiten machen sollten. Also, das ist halt wirklich Pillepalle, solche Trading-Geschichten. Naja, gut. Verkaufen wir es auf der Grimhex. Diamant dürfte ja gehen. Ich guck mal ganz kurz nach. Wo kann ich Diamant verkaufen? Müsste auf der Grimhex funktionieren. Ja, Grimhex Verkaufspreis 7,32. Na, das passt doch. Sogar ein guter Preis. So. Genauso verstehe ich nicht, warum man nicht zur Grimhex springen kann, noch immer nicht, nur weil es quasi hinter dem Mond ist. Also ich kann ja auch alle anderen Sachen anspringen. Auch die OM-Punkte verstehe ich nicht. Warum kann ich denn den nicht anspringen? Ergibt für mich null Sinn. Man muss halt immer so, naja, egal. Nein, ich reg mich jetzt nicht wieder weiter auf. Ich lasse es einfach mal so stehen. Schreibt mal eure Sicht dazu in die Kommentare. Was denkt ihr, warum kann man OM-Punkte nicht anspringen, die hinter dem Mond sind? Gibt es da für eine logische Begründung, eine wirklich logische, denkt mal drüber nach, vielleicht fällt euch irgendwas Schlaues ein, die das begründet. Oder sagt ihr auch, es ist einfach nicht richtig eingestellt. So, ich bin ja für Zweiteres. So, Grimhex. Das ist jetzt keine große Kunst, hier rumzuspringen, aber es ist halt einfach unnötig. Es ist einfach Quatsch. Ja. Egal. So, Grimhex. Gucken, ob wir Landerlaubnis hier bekommen oder ob ich wieder ins Mobi-Glas erst reinfummeln muss. Danach werde ich auf jeden Fall erstmal einen Server wechseln. Und eine halbe Stunde ausloggen und dann Server wechseln und dann weiter aufnehmen. Okay, das geht zumindest. Ich glaube, wir haben einen ziemlich bescheidenen Server hier erwischt. Gefühlt. Also der läuft zwar sauber ansonsten, aber er hat viele Probleme. Wie man gemerkt hat mit Trading. Das habe ich schon wesentlich besser gesehen zumindest. So, ich lande... Nö, ich fliege nicht in den Hangar. Ich lande einfach hier oben. Auf den Landing Pads heute mal. Gleich hier vorne. So. Genau, Landing complete. Und dann gehen wir mal den ganzen Kram verkaufen und die Quest auch abschließen. Erstmal die Quest, die ist wichtiger. Denn die bringt immerhin jetzt nochmal 6000 Tacken. Was ganz gut ist. Denn das Trading war ja leider jetzt nicht so besonders erfolgreich. Aber nicht, dass ich daran Nicht, dass ich daran schuld war, sondern das Spiel ist in dem Fall tatsächlich immer daran schuld. Ausnahmsweise. Wir nur hoffen, dass wir das Päckchen hier abgeben können. Was ich ganz unauffällig in meiner rechten Hand allen in die Nase halte. Ich habe nur legale Waren. Na gut, das ist eh die Grimhex. Die scheren sich eh nicht drum. Die freuen sich noch. Die applaudieren noch. Die klatschen, als wäre ich irgendwie... weiß ich nicht. So. Krankenpfleger oder so. So. Das ist da hinten. Ja, ja, genau. Im Mülleimer bei der Bar wahrscheinlich, ne? Schmeiß den Müll, Junge. Brauchen wir eh nicht. Na egal, Hauptsache es funktioniert. So, ich hab's in der Hand. Und ich place es. Ja. Thanks. Kein Problem. Gerne doch. Immer wieder gerne. Drei, ich hab grad nochmal drei Alpha UEC. Drei? Ich hab grad drei Alpha UEC bekommen. Was? Okay, jetzt kommen die 6000. Wieso habe ich nochmal drei Alpha UEC bekommen gerade? Für was? Drei. Okay, gut. Auf jeden Fall hat sich gut gelohnt. Ne, 2000 für die Abgabe, dann nochmal 6000 für die Quest. Und hier nochmal ein bisschen was und da nochmal ein bisschen was. Das ist schon ganz nice. Und jetzt versuchen wir noch die Diamanten zu verkaufen. Dann haben wir einiges an Plus gemacht heute. Das ist doch ganz nett. Das lohnt sich schon. Ne? Wenn sie jetzt verkauft werden kann. Ich hoffe, so, sell.
Aurora MR. Ach so, die hier. So, Diamanten. Ist derselbe Preis letztendlich. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Frachtraum ist wieder leer. Wir sind wieder bereit für weitere Schandtaten, aber ich werde dann jetzt erstmal nicht weiter traden. Ich denke, wir haben es genügend getradet erstmal. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein bisschen was anderes. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 115.000. Naja, da werden wir uns mit ein paar Kampfquests demnächst wieder ein bisschen beschäftigen, ein bisschen rumschießen und uns dann hoffentlich bald den Greycat Rock kaufen. Und dann können wir endlich das dritte Gameplay im Spiel machen, nämlich Mining. Jawohl, da habe ich Bock drauf. Und würde ich sagen, jetzt ist jetzt eine etwas kürzere Folge, aber ist, denke ich, auch mal okay. Bringt es ja nichts, irgendwas anzufangen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen erstmal. Ich mache jetzt ordentlich einen Relog, dass wir einen anderen Server hier erwischen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Und ciao. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for